Kinder, was geht bei euch ab? Junge, eigentlich hätte ich keine Zeit, aber ich habe plötzlich doch ein kurzes Zeitfenster jetzt mir freischaufeln können. Und jetzt muss ich doch schnell was machen. Ich weiß, ich wollte andere Gameplays nehmen, aber das habe ich jetzt. Ich habe nicht gewusst, dass ich heute doch noch was aufnehmen kann. So schnell, nicht? Oh Gott, frag out. Shit, I get in there. Na, hoffen wir mal, dass es bei Barca gut läuft. Hallo? Direkt zum Rundenende rein und ich bin natürlich noch gar nicht warm gespielt. Der Bildschirm ist aus, die Maus leckt, alles ist kaputt. Ja, ich hoffe, dass es bei Barca gut läuft und er sich auch wirklich alle Videos anschaut. Das wäre natürlich echt leicht madig, wenn er sich meine Sendung guckt, wisch. Aber auf der anderen Seite, es gibt so viele Videos, es ist sicherlich schwierig, da alle anzugucken. Das dauert doch ein Vierteljahr, oder? Keine Ahnung, wie viele Leute da was eingesendet haben. Ich habe in meinem letzten Video gelesen, dass irgendjemand hat gemeint, ich würde euch verkackeiern, weil ich mit meiner Hand gestikuliere und könnte man ja gar nicht spielen. Hallo? Man sieht doch, wie ich in der Szene nur nach vorne laufe oder nur die AWSD-Hand hier habe, nicht die Maushand. Da laufe ich halt immer so. Da dachte ich schon ein bisschen, ich muss vom Glauben abfallen, weil er so geschrieben hatte, dein Ernst? Vor allem, was für einen Grund hätte ich denn, euch zu verarschen? Ja, ich spiele ja live, aber dabei spiele ich gar nicht live. Hä? What the fuck, bro? What the fuck? Guck, AWSD-Hand und die Maushand wackelt. Und wenn ich jetzt mit euch so gestikuliere, habe ich... Das ist die Maushand. Oh, Mensch. Achtung, guck, Maushand. Guck mal, ich kann trotzdem spielen. So. Aber halt ohne... Ach ja! Guck, wie ich die gefickt habe. Oh, fuck, hallo! Oh Gott, ich bin ein Gott. Manchmal bin ich schon ein kleiner Gott, ne? Ein Double Kill direkt zu Anfang, also wer will man mehr, ja? Nee. Immer noch ein bisschen. Gott, guck mal, wie gut ich bin. Ich habe noch so ein bisschen Halssyndrom. Oh Gott, ich bin göttlich. Ich habe die UAV, Leute, wir haben schon gewonnen. Lehnt euch zurück, UAV ist am Start. Oh, Flash ist am Start. Wo macht man das nochmal? Auf 4, ne? Ne, auf 3? Ah, ist natürlich, ne? Ich bin jetzt nicht der Profi-Gott-Spieler, ne? Gott-Profi bin ich jetzt wirklich überhaupt nicht. Ein paar Knöpfe kenne ich schon. Ist immer so, ne? Wenn man geblockt wird, ne, dann stirbt man nämlich. Ah, Bro, lass mich das kurz machen. Alter Verwalter. Aber jetzt. Pistol Power, Achtung. Jetzt. Pistol Power, Achtung. Flash, raus, zack, bumm. Niemand ist geflasht, schade. Nate. Und ich bin tot. Okay, jetzt aber. Pistol Power. Verkauf deinen PC, du Opfer. Aber nein. Okay, also. Ey, wie er mich wieder wegblockt. Ich hätte fast die Flash verworfen, Mensch. So. Wirklich ein Feind. Oh, wie ich ihn gepimmelt habe, obwohl ich so sackschlecht um mich rumgeguckt habe. Ich habe mir natürlich das Boot da hinten angeschaut, dass man nicht sieht, wenn ich aime. Ich bin der Pistenkönig, fast. Bisschen kacke, die Kamera steht auf der, steht am Kabel, am Mauskabel. Wenn ich zu arg mit der Maus rumpimmel, schlackert das da unten am Tripod. Hostile Care Packaging, man. Can fake you right now. Kann niemand da? Es ist ja niemand hier oben. Hey. Oh Gott, wie gut ich wieder bin. Das ist ja wirklich. Hab ich mit der grünen Waffe gekillt? Pimmelnase? I can't believe it. Okay, MP. Ich bin bestimmt gut mit der MP. Ja. Ich hab eine MP in der Hand, mein Freund. Ja, UAV ist mir sowas von egal. Wo bist du? Feind. Es ist niemand da. Ich renne mit einer MP rum und schaue mir wunderschöne Gemälde an. Banana. There's a banana phone. So, MP Power, mein Freund. Oh, die MP ist aber ganz schön schlecht. Oh, wow, wow. Oh, wow, wow, ist die schlecht. Wisst ihr, die meisten Gameplayer-Spieler freuen sich, wenn ich in der Lobby bin, wenn Bobs in der Lobby sind. So Bobs wie ich. So, aber ich flash die Leute. Und wenn sie dann einen Nuke machen wollen, mache ich den hier und sterb. Fuck. Ja. Oder gibt's da Leute, die mit Absicht Nukes verhindern? Also... Das Gegenteil von Nuke-Erspielern praktisch. Gibt es auch Nuke gegen Nuker. Ich bin natürlich der letzte Kill, warum auch nicht? That is gonna hurt your bottom. Goddamn Spray Noobs. Ja, ich zoome nämlich immer einen Spray nie. Ich finde die Spray Noobs nämlich auch ganz schlimm. Guck mal, wie er mich pimmelt. Meine kleine Schlampe. Eine Runde geht noch, komm. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes, Dörwisch. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich muss hier vorne eine 5 haben. Und hinter der 5 eine 0 und hinter der 0 noch eine 0. Und dann ein Punkt oder 0-0. KD von 500 geht. Schon ziemlich schlecht, aber geht. Eine Runde noch für euch, ihr kleinen Schnitzel. Der erste hat er gar nicht gezählt. Ich komme rein, Fabian B., was meinst du dazu? Bist du ein Elite-Spieler? Zeig mal. 0,76, ist ja noch schlechter als ich. Was ist da los? Geht sowas? Okay, jetzt, ich merk's. Ich merke es, meine FPS gerade übelst. Ah, jetzt gehen sie hoch. Zum Rundenstart gehen sie immer hoch. Dann.
Und dann wieder runter. Gott, guck, wie gut ich bin. Macht doch das Tryhard aus dem Clan-Tag. Wenn ihr negativ setzt, schiebt ihr Lappen, was? Ah, es sind aber echt alles Putzlappen hier, wirklich. Lächerlich sind das. So, langsam machen. Ruhig bleiben, wenn der Typ nicht mehr aufsteht. Ha, drückst du voll aus dem Bild. Bam! Guck dir diesen Pissnas an, wie er jetzt am Auto hockt. Jetzt kümmert euch doch mal drum. Manometer, wirklich. Ha! I'm so fucking tight, bruh. So, so umgespräht. Ja, wie die Profis sagen. Die haben mich weggesprayt, aber richtig. That's a kill. I can't see it. I think this was a kill, isn't it? It is. UAV, zack, raus mit dem Ding. Raus mit dem UAV-Ding, da. Oh shit, he's in the truck. I'm in the... I'm dry. Nein, 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 nein! Ich war kurz vor dem Duke. 20 vor dem Duke oder so war ich. Oh, 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 knapp. Immer bitter, wenn einem so kurz davor, ne, der Ruben dann doch. Du kleiner Babsack. Wie er sich hier noch hinlegt! Ducken, okay. Wisst ihr, ich komme aus einer Zeit, da konnte man sich nicht so, also da hat man sich eigentlich nicht in den Spielen gelegt. Ich habe hauptsächlich Counter-Strike 1.6 und Source gespielt und da kann man sich nicht legen, da duckt man sich. Aber nur Pussys legen sich hin, gucken wir an. Dieses grüne Hinlegen, ich weiß gar nicht, wo hinlegen hier ist auf der Tastatur. Ich weiß es nicht. STRG? Nein, da duckt man sich, so wie in jedem Spiel. Scheiß Puppen. Scheiß Puppen. Du! Zum Glück ist er stehen geblieben. Er hat mich verdient gekillt. Aber wenn die Ficker sich hinschmeißen... Ich gucke jetzt mal kurz, wo man sich hinlegt. Moment. Auf Y schreibt man. Hallo? Halt. Aha, auf C. So, C. Warum ist denn hinlegen auf C? Wer macht das? Ultra gay, ne? Und ich argumentiere jetzt hier in gar keine Richtung von wegen, ja, im wahren Leben oder realitätsnah oder sowas. Nein, eigentlich argumentiere einfach, dass man sich denn hinlegt. Man kämpft im Stehen oder maximal im Crouchen. Man legt sich nicht einfach hin und versteckt sich vor den Gegnern. Scheiß die Wand an, ich verreck. Ah, so ein Nuke-Kill, Nate-Kill. Nate ist eigentlich genauso gut wie mit 300 Messerkills gleichzusetzen. Ja? Deswegen bin ich schon sehr gut. Bin schon sehr gut im Start. So, die Pisse, komm raus. So, Nummer 1, Nummer 1. Nummer 2, jetzt gucke ich mal hinten. Da kommt sicherlich gleich einer hoch und will mich pimmeln. Got a bad guy. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo man knifet, hätte ich auch schön knifen können. Hier, glaube ich, ja. Oh Gott, guck mal, was ich gerade für ein Killing Spree habe hier. Oder wie das, was ich hier gerade für einen Lauf habe. Oh shit, gleich ist die Wumme leer. Hey, guys! Aua. Fuck, Mann! Oh, wie ich ganz oben bin vom Team. Ich bin der Beste der Schlechten. Scheiße. Also vielen Dank fürs Zusehen, ja. Ich werde gucken, dass ich mehr Gameplays, wie gesagt, hole mit Nukes und voll den krassen Kram. Wird natürlich auch schwierig für mich, weil nachkommentieren ist natürlich so eine Sache. Ist so eine Sache. Naja, kann man ja lernen. Dann vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sollte man mich abonnieren? Ja. Sollte man mich favorisieren? Ja. Daumen hoch geben? Ja.